YouTube, was geht ab? Shoot in die Hand ist am Start. Aufgewacht, die Sonne lacht. Und auf zum nächsten Auftrag. Ich habe gerade mal reingeguckt übrigens. Das letzte Video haben sich 8 Leute angeguckt. Und genau an dieser Stelle wollte ich, hoffe nicht, dass es so windig ist. Ich muss jetzt mal ganz kurz abchecken, wie sich die Aufnahme anhört. Nee, alles gut. Ja, auf jeden Fall, 8 Leute haben sich das angeguckt. Und an dieser Stelle wollte ich einfach mal Danke sagen. Ohne euch wäre das nicht möglich, dass ich mit der Bahn zu meinen Kundenaufträgen fahre. Und echt, vielen, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Klar, ich bin nicht so dieser Danke-Typ und so, aber das ist wirklich geil von euch. Dankeschön. Alter. Genau, genau. Jetzt geht es zum Cut and Chill. Ja, schon wieder Cut and Chill. Wie gesagt, ich liebe es. Und ja, da ist heute ein Neujahrsempfang. Und da mache ich mich jetzt erstmal auf die Socken hin. Ne? Ich nehme euch, denke ich mal, hoffentlich nicht ganz so chaotisch mit wie letztes Mal. Das werde ich dann schon hinkriegen, dass es noch chaotischer wird. Ich wusste nachher gar nicht mehr, welchen Tag ich überhaupt hatte und wo ich was reinschneiden muss, aber naja, hätte ich mal an der Vlogschule aufgepasst. Genau, genau. Guckt euch dieses Wetter an, Leute. Maschallah. So, gleich beim Cut and Chill. Mal gucken, ob ich euch raushol aus der Tasche. Falls ja, dann solltet ihr gleich was sehen. Mal gucken. Bam, Überbelichtung ist da. Fertig beim Cut and Chill. Jetzt geht's weiter zum SV. Ich habe gerade gar nichts aufgenommen. Bam, fertig beim Cut and Chill. Jetzt geht's weiter zum SV Warnemünde. Ich glaube, ich könnte noch ein bisschen heller sein hier, oder? SV Warnemünde, heute ein Funinho-Turnier. Da mache ich einen Event-Clip von. Und jo, Sonne scheint immer noch. Maschallah, Beste. Übrigens habe ich gerade schon gesagt, dass ich fertig war beim Cut and Chill. Und, aber das solltet ihr hoffentlich gesehen haben, wenn ich was aufgenommen habe. Also ich habe was aufgenommen, aber na gut, reicht. Angekommen beim SVW und ich bin immer noch überblendet. Was soll diese Scheiße? Ist besser so? Okay. Ja, auf jeden Fall schon ein bisschen was gefilmt. Ihr seht bestimmt gerade gar nichts, weil es einfach so hell ist, aber ein bisschen wie mit der Drohne schon was gemacht. Das werdet ihr wahrscheinlich auch nicht sehen. Und Backpack auch am Start hier und so weiter und so fort. Ja, okay, gut, danke, tschüss. Okay, bis dann, ciao, miau, wir sehen uns. Ciao, tschüss, tschüss, tschüss. Jo, ihr habt das letzte Mal gesehen. Das letzte Mal, jetzt muss ich ein bisschen strukturierter arbeiten, Leute. Warnemünde ist fertig. Den Clip habt ihr schon gesehen oder wie ihr den Clip jetzt, den ich dort produziert habe. Jetzt. Ja, das war Warnemünde. Bisschen was gemacht. Heute habe ich noch 1-2 Termine gehabt und so weiter und so fort. Und mein Plan ist eigentlich bis Sonntag dieses Video hochzuladen. Das Gute ist, ihr wisst nicht, welchen Sonntag ich meine. Auf jeden Fall einen Sonntag. Aber jetzt bin ich ja gerade regelmäßig am Posten und ich habe ja mittlerweile auch schon über 20 Aufrufe aufs letzte Video. Über 20. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Gut, ja. Was kann ich euch noch so erzählen? Ja, Büro ist fertig. Mein neues Office ist fertig und sieht unfassbar geil aus. Ich glaube, ich mache das jetzt so, dass ich euch sage, guckt mal jetzt kommt dieses Video, jetzt.
Ich zeige euch mal kurz ein Video aus meinem Office. Ich hoffe, es funktioniert und ich sehe hier noch durch, wie ich das hier schneide und so. Genau. Ja gut, jetzt solltet ihr das Video gesehen haben von dem Office. Ist ein kurzes, knackiges Video gewesen. Genau. Jetzt geht's weiter Richtung nach oben. Es geht immer nach oben für mich. Immer. Ja, jetzt geht's weiter nochmal zu einem alten Schulfreund, der in einer Werkstatt arbeitet, weil TÜV und so weiter und so fort ist dran. Ich bin's, Lukas, der Lukas Podolski, und ich sage immer, ja, auf jeden Fall, TÜV und so weiter und so fort muss gemacht werden. Das kostet ganz viel Geld und ich hoffe mal, ihr guckt meine Videos weiter, damit ich YouTube-Partner werde und reich werde damit. Danke, wir sehen uns in 3 Jahren. Was ich ganz vergessen habe, Leute, bevor ich jetzt hier zum TÜV und anderem dran, ich habe ja auch noch einen kleinen Clip gemacht für Scheller Optik. Der Optiker deines Vertrauens. Den werde ich jetzt einblenden. Gewesen, oder? Wollt ihr auch so einen Werbeclip haben? Meldet euch www.shootinyourheart.de oder guckt bei Instagram, Facebook, shootinyourheart, shootinyour20. Tschüss. Guten Morgen, Deutschland. Ja, als guter Vlogger weiß ich, das letzte Mal habt ihr den geilen Clip von Scheller Optik gesehen, Leute. Siehst du, wie ich mich wirklich von Vlog zu Vlog verbessere? Phänomenal. Ja, den habt ihr jetzt gesehen, also seht ihr jetzt gar nichts. Genau. Nein, natürlich nicht. Ihr seht heute was, und zwar mich. Ich wollte nur sagen, was mache ich heute? Mal gucken, ob ich heute noch mal raushole, aber morgen auf jeden Fall bin ich frühs gleich im Leons aktiv. Und mal gucken, was ich da für so Sachen aufnehmen kann. Ja, da werde ich euch nicht rauspacken. Also, könnte ein bisschen heller sein jetzt. Da werde ich euch davor und danach rauspacken. Dann, ne, Arbeit und so nicht ablenken lassen. Und danach sehen wir uns wieder und mal gucken, was heute noch so kommt. Aber ich will gar nicht von morgen quatschen. Ne? Was mir gerade einfällt, Leute, da ich vermehrt gerade Anfragen kriege wegen Hochzeitsfotografie dieses Jahr, ne? Meldet euch. www.shootinyourheart.de. Gracias, muchacho. Freunde der Sonne, ja, ihr habt gerade gesehen, diese Undercover-Aufnahmen. Ich muss gerade einen Test machen, weil ich jetzt mein Gewerbe ummelden gehe. Und ich glaube, dann hole ich das noch mal, das letzte Mal noch mal raus. Dann war es das wieder für diesen Vlog, weil am Wochenende geht es nach Hamburg. Da nehme ich euch auch mit, aber das ist der nächste Vlog. Oh, ich bin so ein Vlogging-Champion, sein Urgroßvater. Ja, also wenn ich euch rausholen soll, dann sage ich gleich noch mal, yo, Ummeldung hat geklappt. Aber die wird klappen und ich denke auch nicht, dass ich euch rausholen werde. Deswegen genießt diesen Vlog, Leute. Übrigens, mittlerweile habe ich auf das letzte Video genauso viele Aufrufe wie davor. 28, Leute. Ja gut, okay, reicht jetzt. Ne? Ciao, Mia, bis zum nächsten Video. Tschüss.